Ganz herzlich willkommen zu unserem Unterricht. Damos la bienvenida para nuestra clase. Así si vos quieres dar, decirles algo. Que puedan disfrutar de la clase, que puedan bailar y que puedan ser felices. Dass wir die Klasse genießen, dass wir sie tanzen können und dass wir ganz glücklich sind damit, dass wir einfach froh sind und Spaß haben beim Tanzen. Wir haben für euch ein Video vorbereitet, einen Film vorbereitet mit dem ganzen Unterricht. Den möchten wir euch gleich zeigen. Und in dem Unterricht möchten wir euch nicht nur die Bewegungen von Anfang an zeigen, also für diejenigen, die gerade anfangen, sondern speziell auch hinweisen auf die ganze Qualität im Tango. Tango ist ganz wichtig, dass alle Bewegungen rund sind. Einmal ist ja die Bewegung auf der Tanzfläche rund, das heißt, wir müssen auch kreisen. Zum anderen ist aber, dadurch, dass der Tango ein Volkstanz ist, ein populärer Tanz, ein ganz natürlicher Tanz, darf er keine, ich sag mal, 90-Grad-Winkel haben, keine Linien, dann wird er sofort steif. Damit der Tango wirklich schön wird und Swing hat und Bewegung hat und tänzerisch wird, und jeder Tanz eigentlich, muss er rund getanzt werden. Beine von Mann und Frau arbeiten, als wären es Zahnräder. Das heißt, wir tanzen wirklich in den Zwischenraum des anderen. Ganz wichtig, wenn ihr euch nochmal anschaut, die Führung des Mannes, der gesamte Oberkörper, also die ganze Umarmung führt. Man darf auf gar keinen Fall mit der Hand schieben und ziehen, sondern guckt nochmal genau, wie subtil und wie organisch diese Führung in ihrer Taille, in ihrem Rücken abläuft.